Ganz im Ernst, manche Filmtitel sind einfach derart generisch, dass nicht einmal aus meinen Hirnwindungen irgendein grauenhafter Wortspielsaft rinnen kann. Bloodbeat, der einzige Filmtitel, der mir einfällt, der noch etwas uninspirierter ist, ist Heartbeat. Und das war ein Film von Paul Naschy, wo man etwaige Inspiration wahrscheinlich eh relativ mit der Lupe suchen muss. Aber was wir bei Bloodbeat definitiv im Endeffekt nicht bekommen, ist ein absolut generischer 0815-Film. Ganz ehrlich, das, was Regisseur Fabrice Zafiratos bei diesem Titel aufgeführt hat, das ist whatever the fuck. Willkommen in der Welt von Bloodbeat. Der Welt von einem Regisseur, der in seiner langen Filmografie übrigens genau zwei Filme aufzuweisen hat. 1983 Bloodbeat, 1977 La Grande Frime. Ein Film, den er übrigens gemeinsam mit seinem Vater Henry Zafiratos geschrieben hat, dessen Filmografie in der IMDb tatsächlich dreimal so lang ist wie die von seinem Sohn, was aber trotzdem bedeutet, dass sie sechs Filme umfasst, die allesamt im deutschsprachigen Raum jetzt nicht einmal wirklich veröffentlicht worden sind. Quasi die Legende der Familie Zafiratos, die wir auch hierzulande genießen mussten, beschränkt sich auf den Titel Bloodbeat. Und ganz ehrlich, das ist so ziemlich eines der abstrusesten Trash-Machwerke, wie sie einfach nur die 80er Jahre hervorbringen können. Es war das Jahr 1985. Ein junger Regisseur namens Fabrice Zafiratos merkt quasi erst am 15. Drehtag, dass er diesen Film eigentlich gar nicht in dem Bildformat dreht, in dem er ihn drehen möchte, und stattdessen im Vollbildformat 1,33:1 gedreht hat. Whoopsie Daisy. Außerdem hat er den Film natürlich bei sich zu Hause gedreht, wie es nur die weltbesten Regisseure wie David de Coteau machen. Es gibt noch einige ganz wilde andere Geschichten. Er hat beispielsweise auch den Samurai... Also, okay, warte mal, ganz... Der Samurai. Der Film handelt mehr oder weniger von einer Frau in einer entlegenen Hütte im Wald, die vom Geist eines alten Samurai besessen wird, weswegen das Filmmaterial quasi vom Geist der aufgemalten Special Effects besessen wird, teilweise Farbumkehr als Special Effect verkauft wird und wir... Nein, eigentlich kein Ende bekommen. Dieser Film ist teilweise derartig abstrus und absurd, dass man es schlicht und ergreifend nicht mehr fassen kann. Das, Ladies and Gentlemen, ist das fortgeschrittene Programm im Trash-Kinofilm. Dings. Weil selbst diejenigen, die sich ganz gerne mal mit irgendeinem trashigen The Asylum-Streifen, irgendeinem 80er-Jahre-Knaller oder sonst irgendwas die Rübe zudröhnen, das ist anders. Ein quasi gewollt geplanter, künstlerisch anspruchsvoller Film, der allerdings vom Bildformat angefangen bis hin zum kompletten Ende in die Tonne gewandert ist und dabei mit diesen ganzen absurden Einfällen wirklich absolut glorious ist. Eine Synthie-Musik, wie es sie nur in den 80er Jahren nie hätte geben dürfen, schlechtes, übertriebenes Schauspiel, keine Special Effects eigentlich und eine Handlung, die wirrer nicht sein könnte. Bloodbeat. Pulsschlag des Schreckens ist, muss man jetzt eigentlich nach den paar Minuten Intro sagen, eigentlich ein perfekter Titel für diesen Film und tatsächlich ein Film, wo ich sage, wer sich als Trash-Fan sieht, der könnte da mal einen Blick riskieren. Und glücklicherweise riskiert ihr auch heute wieder mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe von Playzockers DVD-Check, denn wir schauen uns in diesem Video die neue deutsche DVD, die am 3. September 2020 erschienen ist, von Bloodbeat jetzt einmal genauer an. Und hoffentlich dauert es jetzt nicht 15 Minuten bis zum Ende von diesem Video, bis ich überhaupt drauf komme, dass ich in Widescreen drehe. Hui. Aber apropos Bildformat, wir sehen natürlich auch bei diesem Cover-Artwork gleich einmal, dass der Streifen hier unten, in dem der Name des Regisseurs zu lesen ist, jetzt nicht mehr ganz in dieses
Design eingebaut wurde. Das hat aber einen relativ einfachen und nachvollziehbaren Grund. Witzigerweise hat die alte deutsche VHS-Kassette des Films von Starlight Video, die am 28. Dezember 1988 erschienen ist und übrigens von 1989 dann für 25 Jahre, warum auch immer, auf dem Index für jugendgefährdende Medien stand. Wahrscheinlich wollte uns die BPJM einfach nur vor der Filmmusik schützen, aber diese VHS-Kassette hatte quasi im Grunde dieses Cover-Artwork, nur etwas anders aufgebaut und etwas seitenverkehrt. Das, was wir hier auf dem Frontcover der deutschen DVD finden, ist 1:1 dieselbe Coverversion, die für die amerikanische Blu-ray-Auflage von Vinegar Syndrome verwendet wurde. Und da hat das Blu-ray-Case natürlich ein anderes Format, weswegen es hier einen leichten Überhang auf der unteren Seite gab. Und deswegen sehen wir eigentlich auch quasi, wo das Motiv endet und einfach nur die schwarze Hintergrundfläche beginnt. Dieses offensichtlich damals für den Release von Vinegar Syndrome neu angefertigte und gezeichnete Cover sieht aber in meinen Augen absolut großartig aus. Ja, sogar der Titelschriftzug Bloodbeat ist derselbe, den wir auch auf der amerikanischen Blu-ray vorfinden. Lediglich die Namen der Darsteller oben, der Untertitel Pulsschlag des Schreckens, beziehungsweise unten der Name des Regisseurs, das wurde für das deutsche DVD-Frontcover neu hinzugefügt. Außerdem, nachdem es sich eben um ein neu gezeichnetes Motiv handelt, konnte man glücklicherweise auch auf eine Version in wirklich hervorragender Bildqualität zurückgreifen. Das ist ein wunderschön gezeichnetes Motiv und vor allem finde ich auch irgendwie eines, das eben diese abstruse Natur des Films eigentlich relativ schön verkörpert. Wir sehen diesen Samurai hier oben, wir sehen quasi das Samurai-Schwert, das Mr. Meyer, bitte schließ mein Cover auf. Blutig hier durchgeht übrigens auf dem alten limitierten Slipcover von Vinegar Syndrome. Wunderschön, dieses ganze Blut. Noch dazu mit Partial Gloss Effekten veredelt. Außerdem wirklich wundervoll, wie hier gearbeitet wurde und wie toll das Ganze aussieht. Ich persönlich mag dieses Cover. Wechseln wir jetzt eben einmal über den Spine, wo teilweise einzelne Elemente von dem Frontcover recht schön recycelt wurden, um dieses Mal ein bisschen von dem System mit nur Cover und nur Miniaturversionen vom Cover und Titelschriftzug wegzukommen. Sehr schöner Hintergrund gestaltet wurde und dann landen wir auf dem Backcover und da geht's dann los. Wir sehen nämlich einerseits den Samurai mit dem quasi aufgemalten blauen Heiligenschein. Wir sehen einige andere Bilder aus dem Film, lesen die Inhaltsangabe, die ist tatsächlich wirklich zu genießen. Erfahren, dass als einziges Bonusmaterial Trailer hier zu finden ist, was schade ist. Auf der amerikanischen Blu-ray gibt es nämlich unter anderem einen Audiokommentar, ein Interview und ein Intro mit dem Regisseur. Außerdem noch eine andere Version, Schnittfassung von dem Film beziehungsweise ein anderer Kurzfilm vom Regisseur namens Lunch. Wir können an der Stelle jetzt einmal ins Innere von dem Release schauen. Da finden wir natürlich auf der rechten Seite die DVD an sich, die mit demselben Motiv wie das Frontcover daherkommt. Auf der Backcover, also auf der Rückseite vom Wendecover haben wir dann natürlich das beflatschte Frontcover und auf der Rückseite dann die individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 1000 Stück, die es von dieser DVD-Auflage nur gibt. Und es ist vielleicht ganz spitzfindigen Zuschauern unter euch ein kleines Detail aufgefallen. Eingangs bei dem Video habe ich ja erwähnt, dass der Regisseur erst nach 15 Drehtagen draufgekommen ist, dass er eigentlich in Vollbild dreht, obwohl das gar nicht so der Plan ist. Deswegen ist natürlich auch die amerikanische Blu-ray-Umsetzung von Vinegar Syndrome wahrheitsgemäß im Vollbildformat. Auf dem Backcover der deutschen DVD steht allerdings, dass der Film im Format 1,66:1 ist. Was das alles bedeuten soll, das schauen wir uns jetzt an. Denn, wie gewohnt in diesem Segment von Playzockers DVD-Check, möchte ich euch einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, obwohl ich manchmal vergesse, Dinge mit meinen Händen zu machen, aber dass natürlich die Screenshots in der jetzt folgenden Slide schon nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Bildqualität übereinstimmen kann.
Und auch wenn mir die Blu-ray-Umsetzung von Vinegar Syndrome nicht vorliegt für einen direkten Vergleich, wage ich einfach fast zu sagen, für diesen DVD-Release hat man sich bei WGF definitiv nicht des alten deutschen VHS-Masters bedient, sondern einer hervorragenden, absolut großartigen, mindestens High-Definition-Abtastung. Lustigerweise bekommt man laut OFDB am Anfang der Blu-ray von Vinegar Syndrome einen Warnhinweis darüber, dass die Bildqualität jetzt nicht ganz ihrem Standard entspricht, was Bullshit wäre. Laut OFDB eben gibt es nur vereinzelte Verschmutzungen, die sind teilweise sogar etwas großflächiger aufgetreten, aber sind auch beim deutschen DVD-Transfer zu erkennen. Aber das Bild, schaut es euch an. Es ist unfasslich scharf, es ist farbenfroh, es ist kontrastreich, es ist frisch, es ist dynamisch, es lässt zu keiner einzigen Sekunde auch nur ansatzweise erkennen, dass man es hier mit einer wirklich grottenbilligen Produktion aus den späten 80ern zu tun hat. Jetzt einmal natürlich von den Sets und dem Schauspiel, also quasi von dem, was das Bild tatsächlich abbildet. Davon mal abgesehen, aber optisch ist dieser Transfer absolut phänomenal. Aber kommen wir jetzt zu der anderen Geschichte, dem Bildformat. Ja, offensichtlich hat man für diese deutsche DVD-Umsetzung sich für das Bildformat 1,66:1 entschieden. Dabei ist es aufgrund der Bildkomposition meiner Meinung nach teilweise schon sehr offensichtlich, dass man hier eben ein Vollbildmaster zugrunde liegen hatte und das einfach ein bisschen vergrößert hat und gemattet hat, um es eben auf das Widescreen-Format anzupassen. Es ist mir im Zuge meiner Recherche für dieses Review keine andere Widescreen-Auswertung von diesem Film weltweit bekannt gewesen, sodass das offensichtlich etwas ist, das eben für den deutschen Release gemacht wurde, um das Bild etwas passender für moderne Widescreen-Fernseher zu gestalten. Von meiner Warte aus ist davon allerdings eigentlich nicht wirklich was zu halten, weil selbst wenn der Regisseur derartig inkompetent ist, dass er selber nicht einmal weiß, in welchem Format er filmt, sollte man seinen Film dann nachher trotzdem eigentlich im richtigen Format haben. So haben wir aber trotzdem immer noch auf Basis von eben dem offensichtlich neu abgetasteten Bild hier zwar nicht das Originalbildformat, aber trotzdem eine hervorragende Bildqualität. Und so eine gute Bildqualität ist für einen Film wie Bloodbeat ja teilweise eigentlich nicht einmal was Gutes. So erkennt man noch viel deutlicher, wie billig die Sets teilweise sind, wie schön es quasi war, in Omas Ferienhaus mitten im Wald zu drehen, beziehungsweise wie billig die wenigen tatsächlichen Effekte wirklich ausgefallen sind. Das ist aber eigentlich genau diese Art von Schund, die Labels wie Vinegar Syndrome seit Jahren immer wieder ausgraben und in großartig restaurierten Versionen veröffentlichen. Und das ist in dem Sinne auch ein Film, wo ich mir denke, dass dem ein deutschsprachiger Heimkino-Release auch irgendwie nicht verwehrt bleiben sollte. Wir bekommen zwar auf der deutschen DVD von WGF nicht das Originalbildformat, wir bekommen aber dafür einen absolut frischen, großartigen, neu abgetasteten Transfer. Wir bekommen das großartige Cover-Artwork von Vinegar Syndrome. Wir haben eigentlich einen wirklich kompetent gemachten Release, mit Ausnahme von der Sache mit dem Bildformat, das nehme ich euch schon übel. Aber für diejenigen, die sich für den Film interessieren, für diejenigen, die sich für trashig, schlockige, Pseudo-Arthouse, whatever the fuck es sein sollte, Filme interessieren, das ist aber wirklich das fortgeschrittene Programm der Trash-Lehrkunde. Das ist jetzt nicht einfach irgendein schöner alter Kaiju oder irgendein billiger Monsterfilm oder irgendein Science-Fiction-Trash, wo man sich über billige Effekte lustig machen kann. Das ist ein durchaus verhältnismäßig anstrengender Film, der auch teilweise seine Längen aufzuweisen hat, der einen aber dafür mit der ein oder anderen wirklich unfasslichen Idee mit himmelschreiender Inkompetenz belohnt und gegen Ende dann komplett in sich zusammenbricht, was meiner Meinung nach wieder durchaus unterhaltsam war. Bloodbeat ist wahrscheinlich nicht das Trash-Meisterwerk, das sich viele erwarten, aber für fortgeschrittene Trash-Fans definitiv einen Blick.